Freunde, heute im absoluten Spitzenspiel Manchester United gegen Manchester City kam es in meinen Augen zu einer glasklaren Fehlentscheidung. Und ihr wisst es, ich habe nicht viel übrig für City. Ich habe für diesen Verein überhaupt nichts übrig, aber heute wurden sie um diesen Sieg ganz klar gebracht. Eine unfassbare Fehlentscheidung für mich. Jeder, der den Fußball kennt, kann doch nicht sagen, dass dieses Tor hätte zählen dürfen. Was auch immer der Schiri sich dabei gedacht hat, ich weiß es nicht. Es war für mich eine ganz glasklare Fehlentscheidung. Und zwar, es steht 1:0 für Manchester City. Dann auf einmal langer Ball auf Rashford. Der steht klar im Abseits. Er läuft in Richtung des Balles. Er läuft immer weiter in Richtung des Balles. Kurz bevor er den Ball berührt, geht dann doch noch Bruno Fernandes hin und macht das Tor. Aber das höchst Kuriose, Rashford lief die ganze Zeit in Richtung des Balls. Es sah so aus, als würde er ihn annehmen. Er irritiert natürlich die Abwehrspieler, auch den Keeper, weil der nicht weiß, wer wird schießen. Wird Rashford schießen, wird Fernandes schießen. Dann schießt natürlich Fernandes. Und ja, Rashford hat den Ball nicht berührt, aber das ist total egal. Er geht hin zum Ball. Und das zählt als aktives Abseits. Und ich weiß nicht, was der Schiri sich hier gedacht hat. Er irritiert natürlich die gesamte Hintermannschaft, weil niemand weiß, wer jetzt eigentlich zum Ball hingeht. So, wie kann dieses Tor stehen? Wie kann der VAR da nicht sagen? Für mich eine ganz klare Fehlentscheidung. Und ihr wisst es, ich bin ganz selten mal, dass ich für Manchester City irgendwas argumentiere. Aber hier eine riesen Fehlentscheidung, wo man sogar den Schiedsrichter und den VAR klar hinterfragen muss, wie sie dazu kommen konnten. Ich habe auch erste Kommentare so gelesen in sozialen Medien von Schiedsrichtern, die auch der Meinung sind, dass das eine klare Fehlentscheidung war. Ja, er berührt den Ball nicht. Das ist aber egal, weil er irritiert die gesamte Mannschaft, Torwart plus Hintermannschaft und der Schiri macht nichts. Unfassbar. Unfassbar sogar. Was da passiert ist, dann gewinnt United, sie haben auch ein gutes Spiel gemacht, definitiv, aber sie hätten das Spiel nicht gewinnen dürfen. Ganz ehrlich, sie hätten das Spiel nicht gewinnen dürfen, weil wenn das Tor nicht fällt, dann geht es vielleicht maximal noch unentschieden aus, aber ja, was sagt ihr? Eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt. Sieht jetzt ja sehr gut aus für Arsenal in diesem Meisterschaftsrennen. Hätte ja niemand vor der Saison gedacht, dass ausgerechnet Arsenal englischer Meister wird. Für mich gerne, aber heute, wie gesagt, sehr unfair für Haaland und Co. Eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.